Pardon, bleib mal stehen. Wohin so eigentlich? Mann, mein Bruder, wie geht's dir? Alles gut? Was für Bruder, Herr Kalb? Ich suche dich die ganze Zeit. Wo ist mein Geld, Herr Sippi? Ich hab dich doch versucht anzurufen, Mann. Dein Handy ist aus. Keine Ahnung. Halasse, Eri. Ich will nichts mehr von dir hören. Wenn du in 3 Tagen nicht meinen 7.000 Euro bringst, fick ich dich. Hast du verstanden? Okay, okay, Mann. Tamam, Bruder. Tamam. Espray, Bruder. Rede nicht, bring. Wallah, dein Arsch gehört mir. Ja, ja, in 3 Tagen. Ich weiß Bescheid, Bruder. Alles gut. So ein Bastard! Alter, was geht, Bruder? Bist du wieder zurück, ja? Wie geht's dir, Mann? Alles gut? Ja, Bruder. Wo warst du die ganze Zeit, Alter? Ach, Bruder, was soll ich dir sagen? Ach komm, scheiß drauf. Lass uns eine Shisha rauchen. Jalla, Bruder, komm. Was geht? Was geht, Bruder? Machst du 2 Mal für meinen Partner noch, ne? Wie immer, Bro. So, Bruder. Erzähl mal, Bruder, wo warst du? Ja, Bruder, viel unterwegs, hier und da. Du weißt doch. Untergetaucht, ne? Ja, nein. Schwierig. Ich habe gehört, was mit der Familie war. Stimmt das? Was meinst du? Bruder, man hört so Sachen, ja? Du hast Faxen gemacht und so. Ach, wallah, egal, Bruder. Ja, scheiß drauf. Auf jeden Fall mies schade, wie es mit der Familie auseinanderging, Bruder. Wärst du mit denen jetzt noch gut? Die nehmen ja jetzt alles komplett hops. Was meinst du? Wie, weißt du nicht? Nein. Bruder, die bauen jetzt die dicksten Plantagen an. Ganz krasse Qualität, Bruder, glaub mir. Ja. Aber die werden doch von der LKA gesucht. Lack, was für LKA, Bruder? Schaweiz! Bruder, du weißt, neutral und so. Dicker, die nehmen alles hops komplett. Ja, okay. Okay, okay, okay. Naja, ich habe ja nichts mehr mit der Familie zu tun, keine Ahnung. Ja, schade, Bruder, ja. Du hättest jetzt so eine krasse Connection gehabt, ne? Bruder, vielleicht kannst du mir bei einer Sache helfen. Und zwar, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Bruder, frag mich nur nicht um Geld. Bruder, schau mal, du wirst dein Geld wiederkriegen. Versprochen. Bruder, bitte frag mich nicht um Geld, Bruder. Guck mal, jeder weiß, wenn man dir Geld leihen möchte, wird man es nie wiedersehen. Okay, dann frag doch jemanden anders für mich. Bruder, frag nicht mich, frag auch bitte niemand anderen. Bruder, wie sehr willst du dich noch blamieren, hä? Ja, aber... Okay. Guck mal. Die Pfeife und Getränk geht auf mich, okay? Chill ein bisschen, Bruder. Aber dann möchte ich auch, dass du gehst. Hammer. Hier, Bruder. Mach 25, bitte. Danke. Also, ich habe Informationen. Höre. Es geht um ihre Lieblingsgroßfamilie. Sie suchen doch nach Beweisen, oder nicht? Und Sie können die liefern. Wenn Sie mir helfen, helfe ich Ihnen auch. Jetzt mit Hilfe etwa Geld? Sie verstehen meine Sprache. Gefällt mir. Ihr Parasiten wollt immer nur Geld. Raus aus meinem Büro. Hey, hey, hey. Ich muss doch auch schauen, wie ich mein Geld verdiene, oder nicht? Also, wollen Sie wissen, wo die große Plantage ist oder nicht?
Plantage? Ja, Plantage. Was für eine Plantage? Gras, Cannabis, Ott. Rauschgift? Mhm. Und wo befindet sich diese angebliche Betäubungsmittelplantage? Das kann ich Ihnen natürlich nur so erstmal nicht sagen. Ja, schon gut. Wie viel? 10.000. Also gut, ich leite das in die Wege. Jetzt sag schon, wo wird das BTM angebaut? Leiten Sie das mal in die Wege, ich warte so lange hier. Jetzt aber. Bitte. Spektrum an Licht, um einen astreinen Ablauf Ihrer Zucht zu gewährleisten. Wir haben jahrelang an diesem Punkt gearbeitet, damit Sie Ihre Produkte besser züchten können. Die automatischen Zeitsensoren bieten einen vollständigen Tages- und Nachtwechsel, um das Wachstum maximal zu fördern. Wir können sofort eine Großbestellung liefern. Und schon in wenigen Monaten haben Sie Ihre Produkte in der Hand. Natürlich bieten wir einen Full-Service für Sie an. Sollte etwas kaputt gehen oder ausgetauscht werden müssen, was mit Garantie nicht der Fall sein wird. Aber wir sind für Sie da. Also Sie wollen mir sagen, dass Sie mit diesen Lampen die beste Qualität und den höchsten Ertrag erzielen können? Wenn Bedingungen wie Klima und Genetik stimmen, dann... Mit Sicherheit. Wir müssen sofort reagieren, sonst ist alles zu spät. Alles klar. Also haben wir einen Deal. Okay. Wohin sollen wir liefern? Schweiz. Die genaue Anschrift lautet بس برلين رح نستلم كل اوروبا رح نستلم العالم كله السلام عليكم شوارع شادر dass du nicht dabei bist ich erledige alles für die Familie. Wie weit sind meine Babys? Wir sind soweit. Komm, ich zeig's dir. Wann ernten wir? In 23 Tagen. Musik
garantiert jetzt schon, dass das die beste Qualität wird. Das Spiel hat ein Ende. Es fängt gerade erst an. Stopp! Wer sind Sie denn? Was wollen Sie denn hier? Schubert, Kriminalpolizei Schweiz. Lassen Sie sofort den Mann frei. Schauen Sie sich doch mal um. Hier ist überall BTM. Diese Anlage hier ist legal. Und für Sie wird das ein Nachspiel haben. Game over. Hallo zusammen, mein Name ist Massiv. Endlich, nach langer, intensiver und sorgfältiger Arbeit, werde ich euch unsere neue Firma Grow Motion vorstellen. Um den GACP-Grow-Bereich zu betreten, müssen wir uns an bestimmte Hygienevorschriften halten. Wow, wenn ihr das riechen könnt. Für einen perfekten Grow benötigt man stabile Genetik, perfekte klimatische Voraussetzungen und modernste LED-Technik. Das perfekte Zusammenspiel zwischen menschlicher Kontrolle und technischer Überwachung. Hier befinden wir uns im Mutterraum. Hier werden alle unsere Genetiken gezüchtet, damit wir alle Phasen von der Mutterpflanze bis hin zum Endprodukt für euch eigenständig kontrollieren können. Durch unser automatisiertes Steuerungssystem haben wir die Möglichkeit, die beste und vor allem eine gleichbleibende Qualität zu produzieren. Im Hinblick auf den medizinischen Bereich ist es sehr wichtig, dass alle Pflanzen immer den gleichbleibenden Wirkstoffgehalt haben. Meine Damen und Herren, das ist Grow Motion. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Sie können doch nicht einfach auf eigene Faust eine Ermittlung starten. Und noch dazu in der Schweiz! Wie naiv muss man sein, einem Junkie zu glauben? Die Schweizer Kripo wird Sie vor Gericht bringen. Den Image-Schaden, den Sie verursacht haben, werden wir nie wieder reparieren können. Wir sind die Lachnummer im In- und Ausland. Aber... Nichts aber! Sie haben sich damit ins Aus manövriert. Der Eintrag in Ihrer Akte ist sicher. Sie haben Steuergelder vergeudet, Sie haben staatliche Mittel vergeudet, Sie haben sehr großen Mist gebaut! Akzeptieren Sie es einfach. Die Familie agiert jetzt nur noch legal.